Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ja zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Im letzten Part haben wir Powermode im Kaskadenland gesammelt und heute soll es weitergehen. Und seht mal auf unseren Münzencounter, denn wir haben, ja besser gesagt, ich habe, während sich meine Parts gerendert haben, offscreen, ja mal eben ein bisschen Ballonjagd gespielt und ich habe es nicht bereut. Ich habe auch ein bisschen meinen Rang verbessern können, das kann ich euch gleich mal kurz zeigen. Luigi, wo bist du, Bro? Luigi! Hat dir jemand was gesagt? Ja, dem Typen werden wir auch noch helfen. So, hier bist du. Ja, ich kann euch gleich mal zeigen, was ich so erreicht habe auf Screen. Aber ich muss echt ehrlich zugeben, dass die Ballonjagd ziemlich Spaß macht. Ich hätte es nicht erwartet, dass die so cool ist. Aber leider Gottes ist das auch der einzige DLC, der wirklich dazukommt. So, ihr seht, unser Sternrang ist... Was? Okay. Ich wollte meine Statistik sehen und jetzt habe ich... Ja, 500... Ja, alle meine Ballons wurden erwischt, denn wie ich da unten seht ihr jetzt diese drei roten Kreuze, die bedeuten, dass meine Ballons in den Ländern gefunden wurden. Dies bedeutet wiederum, wenn ihr, ja, wenn da ein grüner Ballon zu sehen ist, dann ist er noch, dann habt ihr einen gesetzt und er ist noch nicht gefunden worden, doch in meinem Fall wurde er bereits gefunden. Aber egal. So, ich habe da auf jeden Fall diese hintereinander, so gefundene Ballons hintereinander, das habe ich schon abgeschlossen. Heißt, ich habe da schon 10 Sterne. Und ja, finde ich ziemlich cool. Es gibt insgesamt 50 Sterne, wie ich sehe. Ja. Auf nichts, danke Luigi. So, denn wir können uns nun das Outfit für 9.999 Münzen kaufen. So. Das Skelett-Outfit. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich ziehe das jetzt gleich mal an, um zu sehen, was es so kann. Oder wie es aussieht. Das war aber voll teuer, das Outfit, ey. Okay, das ist ziemlich cool. Episch. LOL. Okay, ich finde das Outfit ist ziemlich witzig, muss ich schon sagen. Ja, also wenn einem mal das Geld ausgegangen ist, spielt einfach ein bisschen Ballonjagd. So ungefähr 10 Minuten und ihr gehabt und ihr habt wieder das Maximum. So wird es auf jeden Fall ziemlich leicht, alle Outfits zu kaufen. Das finde ich ziemlich nice. So, ich bleibe aber bei meinem Outfit. Wo ist denn das jetzt? Da. Moment. Ich würde noch gerne was nachgucken. Ach so, ja stimmt, die haben wir als Bonus bekommen. Alles klar. Moment. Ja. Gut, dann wollen wir mal weitere Powermonde suchen gehen. Das Ding ist, ich weiß immer noch nicht, was der Powermond hier zu bedeuten hat. Irgendwas muss der hier zu bedeuten haben. Naja, eventuell können wir da mit dem T-Rex irgendwas anstellen. Müssen wir auf jeden Fall schauen. Doch jetzt geht's erstmal weiter und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal da den Powermode an. Also den Hinweis da drüben. Super die Birne angehauen, Mario. Das kannst doch nur du. Ba. Du, 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 na, na. Also irgendwo hier muss der Power Moon sein. Vielleicht irgendwo hier drunter. Auf jeden Fall irgendwo hier. Ah, ich seh's, ich seh's. Am Grund des Sees beim Wasserfall. Sees. Okay, stop. Ba, ba, da, ba, 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 da. Schnackelchen. Oh, lol. So heißt der? Wusste ich bislang gar nicht.
Ah. Vorsichtig, vorsichtig. Da vorne ist irgendwo der Powermond. Irgendwo oben also? Ah, beim T-Rex. Zwei Stück sind gleich hier, aber wo? Ja, auf jeden Fall hier ist irgendwo ein Powermond versteckt. Und ich spüre hier was vibrieren. Okay, meins? Jo, da glitzert schon was. Ein Powermond. Unter der Erde. Also um genau zu sein, waren das Steine, aber gut. Felsblöcke. Da drüben ist gleich noch einer und zwei weitere, also drei Stück insgesamt. Stimmt, sind diese drei Inseln eigentlich neu? Ja. Die habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich bin einfach nur Kernbilder und habe die bislang nie gesehen. Nun gut, dann wollen wir der Sache mal auf den Grund gehen. Apropos Grund, hier ist so eine coole Röhre. Was musst du trinken eingießen? Ich bin am Verdursten. Ach du Scheiße. Ja, und die Viecher sind natürlich in solchen Kristallen oder so. So dass man sie nicht kapern kann. Die Entwickler haben echt an alles gedacht. What the fuck? Wow. Ah. Zielen kann ich schon mal nicht. Ich darf aber auch wirklich nichts übersehen. Ja, wirst du wohl sterben? Junge, wenn tötest du eins, kommen gleich mehrere. Junge, leck mich. Wie soll man denn. Stimmt, ich habe eine Idee. Alter, wie genius ist das denn gemacht? Cool. Alter, wie geil! Mit welchen Mechanismen man hier arbeiten muss. Ey, das ist cool. Flug weg von der stürmischen Brücke. Okay. Alles klar. Boah, hier sind ziemlich viele Lappen. Boah, wie viele gibt es denn eigentlich? Die kommen ohne Ende. Auch eine Möglichkeit, um Münzen zu farmen. Nicht. Damals gab es vor allem irgendeine T-Rex-Mission, bei der man all diese Viecher killen musste und es kamen ja immer mehrere. Eieiei. Ach komm, die ganzen Münzen holen wir jetzt auch noch. Ich war mit den Tasten überfordert. Als ob. Es lief so wunderbar und dann so ein bitterer Fail. Das ist doch nicht wahr. Nachdem es so gut lief und dann so ein dummer Fail. Ja, das Schicksal will wohl nicht, dass wir diese Mission im First Try schaffen, was? Ach Mensch.
Oh mein Gott, ich habe mich erschrocken. Das wollte ich von Anfang an machen, aber ich habe es irgendwie den Weitsprung verkackt. Über die stürmische Brücke. Aber ich finde diese Röhren voll cool. Die sehen so nice aus. So. Hier ist irgendwo was? Wow. Münzen. Irgendwo hier muss ein Powermond sein. Eventuell, wenn man die anderen Kettenhunde fertig macht. Eieiei. Er muss hier irgendwo hier sein, ne? Aber ich sehe hier weit und breit keinen Powermond. Er ist da. Was ist das? Ach, da oben auf der Spitze des von diesem ich glaube, es ist ein Triceratops, oder? Oh, ich weiß das gar nicht, ey. Ich kenne mich leider null damit aus. Obwohl ich sowas hier eigentlich ganz interessant finde. Yay! Damit haben wir alle Powermonde aus den Mondquadern. Bewacht von einem fossilen Koloss. Ja, also aus dem Mondquader aus diesem Land, so wollte ich es sagen. Okay, damit... Ich glaube, ich gehe jetzt echt nochmal hier hin. Weil ich herausfinden will, was hier ist. Eine Abkürzung kann das ja nicht sein. Mir geht es viel zu weit runter für eine Abkürzung. Also, wir haben jetzt alle Powermonde. Drei Stück noch! Oh, oh! Haben muss. Alle drei. 18. 25 und 31. Ah ja, stimmt, der 31. ist ja dieser eine, den wir nicht erreichen konnten. Dann frag... Ach, ich wollte den Vogel fragen, ich Idiot. Dieses Hobby voll vergessen. Oh Scheiße, jetzt habe ich einen Schluck auf am Arsch. Na du? Geheimpfad zu den Fossilfällen. Der alte Strommast. Stimmt, Geheimpfad zu den Fossilfällen, das ist der da oben. Die Sphinx reist zum Wasserfall. Was? Wo denn bitte? Der Geheimpfad, das ist der da oben, ne? Die Sphinx reist zum Wasserfall. Ja, wo ist der bitte? Und der alte Strommast. Boah, ja, okay, wisst ihr was? Ich werde mal den T-Rex benutzen. Der ist irgendwo weiter oben. Ach, halt die Fresse zu. Aber wo soll die Sphinx denn bitte sein? Eventuell können wir den Strommast echt zerstören. Ja. Und dafür gibt es dann auch einen Powermond. Jetzt ist das Teil da unten. Ja, geil. Alles klar. Der alte Strommast.
Alles klar. Die Sphinx besucht die Fossilfälle. Wo zum... Ich sehe da irgendwas. Da fliegt was. Hier fliegen Schiffe. Cool. Aber wo zum Teufel ist die Sphinx? Ich habe sie noch gar nicht gesehen. Und die wird ja wohl mehr als offensichtlich versteckt sein. Aber hier gerade, ich sehe sie gerade irgendwie nicht. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur dumm wie Scheiße. Und ich sehe sie nicht. Und die Welt, und die sagt mir schon alle, ey, die ist da vorne, du Idiot, da vorne. Ja. Ja, keine Ahnung. Oh mein Gott, lol. Wo zur Hölle soll die hier sein? Ich sehe die Sphinx nicht. Hä? Ich bin gerade ernsthaft zu blöd zum Scheißen, weil ich sehe sie nicht. Oder sie ist überhaupt nicht da. Hä? Die muss ja irgendwo sein. Ja, aber wenn... Hä? Ich werde wohl echt den Tod befragen müssen. Ach, leck mich, ich will... Ja, ich will eigentlich nur da hoch. Danke. Aber wo zur Hölle soll die Sphinx sein? Ich verstehe wirklich überhaupt nicht, was die meinen, die Entwickler. Und hier sehe ich auch nichts. Und stimmt, die Hinweiskunst muss ich auch noch einholen. Das ist der Schnuffel hier bei so einem Aus. Bei einem Ausguck oder sowas. Hm. Aber ich bin noch weit nicht, weitaus nicht hoch genug. Heißt das, da oben ist der Powermond, den wir suchen? Ja, so wird es wohl sein. Weil hier wüsste ich nicht, wo ich den finden könnte. Hm. Tja, bis wir das Kaskaden komplettieren, wird wohl noch einiges an Zeit vergehen. Weil ich sehe, hier sehe ich wirklich überhaupt nichts dergleichen. Ja, oder ich bin einfach nur blöd wie Scheiße. Mit finstere Seite Kunst gefunden. 1. Das klingt so lol. Okay, dann können wir ja das erste Ding löschen. Vor allem mit komplettieren. Das ist dann ja völliger Bullshit, weil der Powermond gilt ja für die finstere Seite des Mondes. Also, ja. So, uns fehlen nur 2 Powermonde. Ne, einer fehlt uns noch, oder? Ja. Die Sphinx besucht den Wasserfall. Die ganzen Mondquader-Dinge haben wir ja jetzt. Ja, ich frag den Toad jetzt einfach aus, weil ich nicht mehr weiter weiß. Da? Ach nein, warte, deswegen fliegen hier... Nein, nein. Laber nicht. Da ist ein Schiff, es gibt doch 2. Hm. Als ob der hier... Nee, wo ist es denn, das eine Schiff? Hä?
bin ein bisschen verwirrt gerade. 619 Pound, yay. Da. Ne, sind zwei jetzt. Ja, da. Mann, Alter, das kann man... Okay, ab heute muss ich darauf achten, wenn ich ein Schiff sehe, also am Himmel, so fliegende Hutschiffe, dann weiß ich, dass da irgendwas ist. Was den Geheimpfad zum Kaskadenland angeht, muss ich noch schauen, wo ich den finde. Aber, Leute, wir haben alle bis jetzt erreichbaren Powermonde im Kaskadenland. Ja, noch ein Powermond fehlt uns. Wann wir den bekommen, keine Ahnung. Wo es halt noch keine Gemälde gab, das war im Küstenland. Ja. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir suchen jetzt nach dem Geheimpfad. Ja, doch, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. So, erstmal die weiteren Powermonde wandern in unserem Besitz. Boah, 641. Das ist ziemlich heftig. So, und zwar als allererstes ist ins Küstenland. Und dann, wenn wir da nichts finden, gucken wir im Bowserland nochmal. Weil, ja, ich würde halt gern, dass das, Dings da, wie heißt es noch, das Kaskadenland ebenfalls abschließen, so. Ja. Der Mondquader hier leuchtet ebenfalls, das sollten wir uns auf alle Fälle ansehen. Machen wir aber erst, wenn wir hier hin müssen. Nicht mit mir, Kumpel. Komm ich da voll mal ein bisschen hoch? Ich muss da ja hoch, ne? Ah, okay, wir mussten das Vieh einfach nur lassen. Tiara und Peach. Keine Sorge, zu euch kommen wir noch. Ist das das Kaskadenland? Sieht stark so aus. Ja, Mann! Perfekt! Dann haben wir das Kaskadenland komplett abgeschlossen, würde ich sagen. Insel der Lüfte. Geheimfahrt zu den Fossilfällen. Leute, damit haben wir sowohl das Hutland als auch das Kaskadenland mit allen Monden und allen lila Coins abgeschlossen. Ist das nicht fantastisch? Fantastisch. Und uns fehlen nur noch drei Souvenirs, merke ich gerade. Eins, zwei. Drei. Okay, das werden dann wohl die Mondland-Sachen sein, weil ich wüsste nichts anderes, was wir noch machen könnten. So, Musik, wie sieht's denn damit aus? 78 von 2. Noch vier Stück? Episch! Japanisch? Moment, das muss ich mir einmal anhören. Das muss ich mir jetzt echt mal geben. Wie klingt's auf Japanisch? Naja, ich will mir das hören, mach weiter. Anscheinend bringt es auch was, dass wir die ganzen Radios anstoßen. Klingt das auf Japanisch? Ich dachte, jetzt höre ich mal so eine japanische Stimme. Cool. Mondscheinkrater Einsturz? Boah, ist auf Japanisch, wie klingt das?
Boah, das muss ich mir mal geben, wie das auf Japanisch klingt. Aber ich will auch ein bisschen dabei reden, weil ich habe keinen Bock, dass jetzt mein Video irgendwie gestrikt wird wegen diesem Lied. Das klingt irgendwie nicht so wirklich wie Japanisch, habe ich das Gefühl. Ja, okay, jetzt sieht es schon so ein bisschen. Nicht schlecht. Aber es gibt auf jeden Fall noch andere Sachen. Stopp. Auch wenn das Lied cool ist, ja. Slow down, ihr wisst. Also wenn wir diese ganzen Boomboxen, also diese Ghetto Blaster da, ich sag einfach Ghetto Blaster, weil im Prinzip ist das die andere Bezeichnung dafür. So. Okay. Ach komm, die Coins holen wir uns noch. Dann gehen wir mal zu unserer Odyssee zurück, würde ich sagen. Bevor wir im Küstenland weitermachen, muss ich ja nämlich noch alle anderen Powermonde holen, die es in den anderen Welten zu finden gibt. So. Okay, den Powermond hier packen wir mal rein. 642. So, dann gehen wir erstmal. Weißt du was? Ich gehe mal als allererstes ins Hutland und stoße mal da den Ghetto Blaster an, um mal genau zu schauen, ob wir wirklich die schon angestoßen haben. Weil wenn man die, wie gesagt, anstoßen muss und ich will das alles komplett haben, dann ja, wie gesagt. So. Ach ja, ich bin froh. Entschuldigung. Oh. Ja, stimmt. Wenn man die Map nochmal anstößt. Alles klar, für jedes Land gibt es wohl einen Track. Das heißt, wir werden noch 4 Tracks freischalten können. Ich denke mal, dass dem so ist. Man kann ja sein. Okay, dann gehen wir jetzt noch schnell in das Kaskadenland. Um dort halt noch den anzustoßen. Und ja. Den Ladescreen sogar ziemlich cool, muss ich sagen. So. So. Okay, hier spielt das selber ab. Oder? Eventuell haben wir jetzt was Neues freigeschaltet. Nein, haben wir nicht. Okay. Alles klar. Das hätten wir dann. Und dann würde ich mal sagen, Leute, falls euch dieser Part von Let's Play Super Mario Odyssey gut unterhalten konnte, würde ich mich doch sehr über einen Daumen hoch und eine positive Bewertung freuen. Und teilt das Video mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Leuten, die ihr leiden könnt, Leuten, die ihr nicht leiden könnt. Und ein Abo wäre ebenfalls nicht schlecht, wenn ich mein Content gut unterhält. Und im nächsten Part geht es dann ins nächste Land, nämlich in das Wüstenland. Deswegen bis zum nächsten Mal bei Super Mario Odyssey.